In Straßburg kommt heute das Europaparlament zusammen. Mein Kollege Marc Steinhäuser ist vor Ort und hat mehr für uns. Merci bien. Vielen Dank, Tina Dauster. Lieben Gruß. Guten Morgen auch an Sie hier aus Straßburg, aus dem Sitz des Europäischen Parlaments in Straßburg. Wir werden das beobachten, was das Parlament in diesen Tagen macht. Heute geht es etwa um was ganz Konkretes und zwar was ganz Praktisches. Es geht ums Geld. Die Frage, wofür gibt die EU eigentlich Geld aus? Wie viel gibt sie aus? Und warum wird das eigentlich mehr? Das steht heute hier auf der Tagesordnung im Parlament. Begründet werden die Mehrausgaben unter anderem mit der Inflationsbekämpfung, mit den Folgen des Ukraine-Kriegs, aber auch mit der Migrationspolitik, also durchaus auch strittige Fragen. Und das Ganze diskutieren wir hier bei Phoenix im Phoenix Europa Talk. Und natürlich haben wir auch wie immer politische Gäste da. Und vor allen Dingen beginnen wir mit einem kurzen Gespräch hier zu zweit. Bei mir ist Gunnar Beck, AfD-Mitglied für die AfD im Europaparlament. Guten Morgen, Herr Beck. Guten Morgen. Sie sind auch Vizepräsident der Fraktion Identität und Demokratie, also der Vereinigung, wenn man so sagen kann, der Rechten, der Nationalisten auch im Europaparlament. Wie blicken Sie auf den Haushalt einer Europäischen Union, der jetzt vergrößert werden soll, einer Europäischen Union, die Sie auch in Gänze eigentlich so gar nicht wollen? So gar nicht wollen, da haben Sie recht. Mit Skepsis würde ich mal sagen. Der Haushalt soll jetzt um circa weitere 70 bis 80 Milliarden erhöht werden, aus den von Ihnen genannten Gründen. Vor 3 Jahren wurde der EU-Haushalt faktisch von ca. 1,2 Billionen auf nicht weniger als gut 2 Billionen erhöht mit dem NGEU-Programm. Nur 3 Jahre später sollen 80 weitere Milliarden folgen, fast 80 Milliarden. Ich frage mich, was ist mit den 800 Milliarden geschehen, die erst vor 3 Jahren aufgelegt wurden? Sehr viele Zahlen jetzt vielleicht noch mal zur Einordnung. Es geht ja jetzt heute vor allen Dingen um 10 zusätzliche Milliarden für die kommenden Jahre. Also das Budget soll erhöht werden. Das ist für die Fragen der Migration, die Fragen der Inflationsbekämpfung, auch die Folgen des Ukraine-Kriegs abzumildern. Sind das aus Ihrer Sicht denn keine sinnvollen finanziellen Ausgaben? Also die Inflation ist von der EU weitgehend selbst verursacht. Beim Ukraine-Krieg sind wir nicht derselben Meinung wie die Kommission. Und zur Migration ist zu sagen, dass selbst wenn sie der EU Mehrausgaben verursacht, diese Ausgaben im Wesentlichen an die Mitgliedstaaten fallen. Eine Zahl vielleicht noch. Es gibt 3 nordeuropäische Studien, nach denen jeder Migrant aus dem Mittleren Osten und Afrika im Schnitt uns in einem west-nordeuropäischen Sozialstaat 500 bis 700.000 Euro lebenslang kostet. Das sind circa 10 bis 14.000 Euro pro Migrant jedes Jahr. Das ist eine Menge Geld, die Mitgliedstaaten tragen, wenn sie das so vorrechnen. Dennoch ist es ja so, dass wenn zu dem Grenzmanagement jetzt mehr Geld ausgegeben werden soll, das müsste doch eigentlich in Ihrem Sinne sein. Das ist richtig. Wenn es in der Tat in die Grenzsicherung flösse, dann hätte ich in diesem seltenen Fall einmal keinen Einwand. Sie sind im Konjunktiv. Das klingt so, als seien Sie noch nicht überzeugt, dass das Geld da landet. Versuchen wir, die Diskussion mal etwas zu öffnen. Jetzt ist auch bei uns Monika Hohlmeier. Guten Morgen, Guten Frau Morgen. Hohlmeier. Sie sind im Europaparlament noch ganz kurz als Einführung ja für die CSU, sind Mitglied der christdemokratischen EVP-Fraktion und Vorsitzende im Haushaltskontrollausschuss. Wie blicken Sie auf diese zusätzlichen 10 Milliarden, die das Parlament heute berät? Also um es ehrlich zu sagen, das, was Sie sagen, Herr Beck, ist insofern nicht richtig, als dass die AfD immer gegen den Außengrenzenschutz stimmt. Also AfD mit Grünen gemeinsam stimmen gegen den Außengrenzenschutz. Ich halte den Außengrenzenschutz für außerordentlich wichtig, weil nur gemeinsam können wir die Probleme an der Außengrenze lösen. Es fließt wirklich in Außengrenzenschutz. Und dass natürlich unsere Grenzschützer, so steht es auch ausdrücklich im internationalen Auftrag, auch wenn ein Boot in Seenot ist, die Menschen nicht ertrinken lassen, ist auch völlig klar. Da spielen Sie jetzt auf die Diskussion der vergangenen Tage an, dass Italien die staatliche Seenotfinanzierung
Deutschlands in Frage stellt? Nein, die derjenigen NGOs, die direkt vor der afrikanischen Küste sind. Nicht diejenigen, die als NGOs eng zusammenarbeiten mit der italienischen Marine oder auch mit der griechischen und anderen Marineeinheiten oder Grenzschutzeinheiten. Dann spielen wir den Ball aber vielleicht noch mal zurück. Herr Beck, Sie sagen, wenn das in den Grenzschutz flösse, das zusätzliche Geld, dann sind Sie dabei. Aber Frau Hohlmeier sagt, im Parlament stimmen Sie immer dagegen. Wie passt das denn zusammen? Da gibt es eine einfache Erklärung für. Bislang ist der Grenzschutz kaum ein Grenzschutz, sondern Seenotrettung. Dafür sind wir nicht. Das ist falsch. Aber es wird ja auch bisher Geld für Frontex ausgegeben. Ja, für Frontex ja, die aber auch solche, das aber auch solche Funktionen übernimmt. Wir wollen einen wirklichen Außengrenzschutz, der verhindert, dass täglich zigtausende Migranten in Europa an Land gehen. Also es ist falsch, was der Herr Beck sagt. Also Frontex ist eindeutig eine Grenzschutzagentur. Aber wenn Menschen in Not sind, dann hat Frontex gemäß internationalem Seerecht den Auftrag, Menschen zu retten. Und ich halte das für richtig, nicht daneben zu stehen und zu warten, bis sie ertrinken. Frontex hat sogar den Auftrag, und das wird dann zum Teil von der linken Seite des Hauses kritisiert, dass wenn man zum Beispiel näher an der türkischen Küste ist oder an der tunesischen Küste potenziell bei der Rettung ist, dass man auch in tunesische Häfen potenziell, wenn dort das Leben der Menschen gesichert ist und auch sozusagen gerettet werden kann, dann ist es sogar manchmal vernünftiger, auch an eine andere Küste zu fahren, im Besonderen dann, wenn Menschen verletzt sind oder Ähnliches. Also Frontex hat einen klaren Grenzschutzauftrag und nimmt den auch übrigens an der Küste sehr genau wahr. Die helfen beim Registrieren, sie helfen entsprechend, dass nicht illegale Migranten einreisen können, ohne dass sie identifiziert sind. Frontex macht leistet eine hervorragende Arbeit. Das ist einfach falsch, was Herr Beck sagt. Also die Frage ist hier, ob Frontex mehr Personen abweist oder aufnimmt. Letzteres ist der Fall. Das ist ja die Grenzagentur Frontex, die zum Beispiel keine Pushbacks ja aus rechtlichen Gründen vornehmen darf. Das sind ja auch internationale Bedingungen, an die Frontex da geknüpft ist, wo die AfD ja auf Parteitagen auch in manchen Redebeiträgen sagt, das solle man einfach ignorieren. Aber nochmal, wir halten fest, Sie sind für mehr Geld für Frontex. Für Grenzsicherung. Nicht für Frontex mit einem weitgehend unbestimmten Zwecke. Nein, wir sind für Grenzsicherung. Dann vielleicht an Sie, Frau Hohlmeier, haben Sie denn den Eindruck, bei den zusätzlichen Geldern, die auch heute beraten werden, da geht es ja auch wirklich um Milliarden mehr für das Migrationsmanagement, haben Sie denn den Eindruck, dass da geklärt ist, wohin das genau fließt, dass man weiß, wird das investiert in Frontex, wird das investiert in Asylzentren an der EU-Außengrenze, das, was auch in den letzten Tagen debattiert wurde, oder haben Sie eigentlich auch, Sie sind ja im Haushaltskontrollausschuss, haben Sie eigentlich Sorge, dass Sie am Ende gar nicht so genau wissen, wo das Geld landet? Doch, also in diesen Fragen wissen wir ziemlich genau, wo das Geld landet. Und diese 10 Milliarden sind ausdrücklich für den Außengrenzenschutz gedacht. Sie sind ausdrücklich auch für ein Abkommen zum Beispiel mit Tunesien oder potenziell mit Marokko gedacht. Und es ist ausdrücklich auch dafür gedacht, potenziell sozusagen eine Zusammenarbeit zu verbessern und die Situation an den Außengrenzen oder sogar von den abfahrenden Häfen und Städten zu verbessern. Also das heißt, man will da wirklich eine gute Koordination, aber auch die Situation, in der sich Migranten befinden. Wir wollen ja alle miteinander keine Menschenfeinde sein. Das heißt, am Mittelmeer, wenn Sie sagen, mehr werden reingenommen. Frontex operiert bis jetzt laut Auftrag größtenteils in griechischen Gewässern oder in italienischen Gewässern. Der Auftrag in Zukunft, wir hatten das schon einmal, wird stärker eben auf die Kooperation mit ausgelegt werden und auch auf ein sogenanntes Screening. Das heißt, unmittelbar an der Außengrenze soll schon überprüft werden, ob jemand überhaupt eine Chance auf Asyl hat oder ob vielleicht auch falsche Versprechungen dazu geführt haben, dass die Menschen sich auf die Boote gewagt haben. Blicken wir vielleicht noch mal etwas allgemeiner auch auf das, was heute diskutiert wird hier in Straßburg im Parlament. Herr Beck, es geht ja nicht nur um mehr Geld für das Migrationsmanagement, es geht auch um Unterstützungsleistungen für die Ukraine, Kreditzusagen. Wo würden Sie denn, wenn Sie sagen, Sie wollen das nicht in dem Umfang, wo würden Sie denn den Rotstift eigentlich ansetzen? Also nicht nur bei den 10 Milliarden, die jetzt vorgesehen sind, sondern bereits beim bestehenden Budget und beim NGEU-Programm. Wir müssen uns vergegenwärtigen, dass allenfalls bis zu 12-13% des EU-Budgets für Investitionen
in Zukunftstechnologien und Know-how verwendet werden. Der weitaus größte Teil beschäftigt sich oder fließt in die Landwirtschaft. Und die grüne Transformation wollen Sie nicht mehr, oder? Das habe ich noch nicht gesagt und hätte ich auch nicht gesagt. In die grüne Transformation, die unser aller Leben verteuert, und in die Kohäsion, dabei geht es um die Angleichung der Lebensverhältnisse, in gewisser Weise wieder Marktprozesse. Also Sie wollen nicht an die Strukturgelder ran, die Deutschland ja auch mit Milliarden an die Bundesländer weiterreicht. Ich weiß nicht, was Sie mit Strukturgeldern meinen, aber den Kohäsionsanteil möchten wir sicherlich verringern. Und was wir unbedingt möchten, ist, dass wir den Anteil am EU-Budget, der bereits jetzt in Zukunftstechnologien fließt und viel zu gering ist, erweitert. Dann noch mal die Nachfrage, dann wissen wir jetzt beide, worüber wir sprechen, um Strukturhilfen, um Kohäsionsmittel. Das heißt, Sie wollen, dass das reduziert wird. Das heißt im Endeffekt, dass die AfD, Sie sind dafür, dass die Bundesländer in Deutschland weniger Geld von der EU bekommen. Es gibt ja andere, die wesentlich mehr Geld als wir bekommen. Wir wollen eine Überprüfung dieser Programme. Sie wollen eine Überprüfung der Programme mit dem Ergebnis, dass in Deutschland das Geld auch in der gespart Höhe werden auch kann gespart und wird. Nicht der Haushalt immer wieder erhöht werden muss. Frau Hohlmeier, ist das für Sie tragbar, gangbar, da zu sparen? Man könnte ja auch auf die Idee kommen, jetzt wenn man der These auch folgt von Herrn Beck, vielleicht sind es auch einfach nicht die Zeiten, um sich mal eben 10 Milliarden mehr zu gönnen. Also Next Generation EU zunächst einmal ist gar nicht europäischer Haushalt, um es ehrlich zu sagen, sondern genau das, was sich Herr Beck immer gewünscht hat. Mitgliedstaaten verteilen sich untereinander Geld. Wir haben sogar Mühe, dass wir das kontrollieren können und dürfen. Auch die nationalen Haushalte haben Mühe, Parlamente. Da kommen wir gleich noch drauf. Also, um das vorsichtig auszudrücken. Aber Kohäsionsgelder. Deutschland exportiert 2/3 seiner Güter in die Europäische Union. Das heißt, wir können nicht nur Cherrypicking machen. Das heißt, wir picken uns die Rosinen und lassen die anderen auf ihrem Stand. Wir haben ein großes Interesse daran, dass sich Rumänien, Bulgarien, dass sich andere Länder positiv entwickeln. Das in der Kohäsion, die Kohäsion hat da viel dazu geleistet, im Bereich der Infrastruktur, im Bereich des Aufbaus von Städten, im Bereich der Aufbau auch von industriellen Strukturen. Dass das noch nicht perfekt ist innerhalb kürzester Zeit, ist auch klar. 10 Jahre sind bei einem Infrastrukturaufbau fast nichts. Das bedeutet, wir werden schon weiterhin auch Kohäsionsgelder bezahlen müssen. Und es ist auch richtig so, dass wir das tun. Umgekehrt nehmen wir viel mehr Geld über die Exporte. Also wir hätten niemals so viele Arbeitsplätze und so viel sozialen Wohlstand, wenn es diese Europäische Union nicht gäbe. Das ist ein Argument, was auch oft ins Feld geführt wird. Letzter Punkt vielleicht. In der Innovation hingegen ist Deutschland Nettoempfänger. Das heißt, wir bekommen die meisten Innovationsgelder aus der Deutschland ist aber auch Nettozahler, und zwar mit Abstand der größte. 25 Milliarden oder mehr gehen im Jahr quasi an die EU. 20% zahlt. Das ist für Verhältnisse auch in anderen Ländern im Vergleich am meisten. Da wollen Sie aber auch nicht ran. Das meiste Geld zahlt derzeit die Niederlande. Prozentual. Ja, nicht nur prozentual, sondern je Bürger. Man kann ja nicht Malta jetzt vergleichen mit Deutschland von der Größenordnung her und verlangen, dass die dasselbe bezahlen. Das wäre ja gar nicht möglich. Sondern von der Größenordnung her. Natürlich ist Deutschland ein mächtiger Nettozahler. Das, was wir als Haushaltskontrolleure verlangen, ist, dass das Geld effektiv und zielorientiert. Da gibt es in der Tat manche Kritik, die wir haben. Aber nicht in der pauschalen Form wie Herr Beck, sondern wirklich darin, dass Gelder zum Teil noch missbraucht werden können und für falsche Zwecke ausgegeben werden. Dann lassen Sie uns darauf mal gucken. Sie sitzen dem Haushaltskontrollausschuss vor. Sie haben jetzt vor ein paar Wochen ein Interview gegeben und gesagt, im Prinzip können Sie Ihre Kontrollfunktion teilweise nicht erfüllen, denn Sie hätten kaum Informationen über die Endempfänger mancher Fördermaßnahmen. Es gibt da Beispiele auch aus den vergangenen Wochen. Frontex hat etwa Gelder verwendet, um Tennisplätze in Spanien zu bauen. Und Corona-Hilfen wurden in Italien erst, sollten die verwendet werden für ein neues Fußballspiel. Stadion. Da macht sich die EU doch im Prinzip selber lächerlich mit solchen Regelungen, oder? Aus dem Grund sind wir auch da deutlich strenger, als das manchmal nach außen den Eindruck hat. Die Fußballstadien wurden nicht gezahlt, die Tennisplätze auch nicht. Das heißt, die Kommission ist da schon ziemlich scharf inzwischen im Kontrollieren. Das, was wir kritisieren, ist, dass es uns nicht möglich ist, aufgrund des Konstrukts, das nur Mitgliedstaaten unter sich beschlossen haben, was Next Generation EU größtenteils ist, wir können die Endempfänger nicht
nicht identifizieren. Das heißt, es gibt keine offene Transparenz über die Endempfänger. Das verweigern bis jetzt die Mitgliedstaaten. Wir haben uns jetzt teilweise durchsetzen können, dass die Projekte zumindest zu einem großen Teil veröffentlicht werden. Aber einen endgültigen Einblick in die Endempfänger, das wäre deshalb auch sinnvoll, weil man dann auch überprüfen kann, wer bekommt wie viel, wer zu welchem Anteil, sind die Projekte tatsächlich effektiv ausgegeben, macht das Geld ernsthaft Sinn oder sind darunter auch Projekte, wo man ernsthaft sagen muss, nein, macht keinen Sinn, wären eigentlich nationale Aufgaben, sollten wir nicht machen. Also um es ehrlich zu sagen, es gibt Defizite, aber man kann nicht leugnen, so wie es Herr Beck tut, dass Kohäsionsgelder nicht helfen. Landwirtschaftsgelder haben viel dazu beigetragen, dass wir unsere Selbstversorgungsgrad an Lebensmitteln überhaupt aufrechterhalten können. Ja, Herr Beck, angeschlossen an das, wie kann man denn mehr Transparenz bei den Geldern schaffen? Nur zu sagen, wir zahlen sie nicht mehr, ist ja keine Lösung, weil eine Mehrheit haben Sie ja hier in dem Parlament auch nicht. Es müssen die Kontrollen erweitert werden, selbstverständlich. Ich möchte allerdings noch drei Dinge zu Frau Hohlmeiers Äußerung anmerken. Erstens hat sie recht, die Niederlande zahlen tatsächlich mehr pro Kopf als wir. Zweitens war die AfD und auch ich war nie für das NGEU-Programm. Ich sagte, damit habe sich der Haushalt faktisch fast verdoppelt. Es ist nicht die Mittel, die die EU innerhalb des mittelfristigen Finanzrahmens von 21 bis 27 ausgibt, haben sich fast verdoppelt. Und drittens evoziert Frau Hohlmeier wieder das schon längst seit Merkel bekannte Argument, Deutschland müsse mehr in den Haushalt einzahlen, weil wir ja mehr exportierten. Dabei ist aber zu berücksichtigen, dass wir erstens in den letzten anderthalb Jahren weniger exportieren. Der Exportüberschuss hat sich erheblich verringert. Und was nun die Exporte in die Eurozone anbelangt, so bezahlen wir bekanntermaßen über die Tage-2-Salden, die sich mittlerweile auf 1,3 Billionen erhöht haben, einen ganz erheblichen Anteil unserer Exporte in die Eurozone selbst. Und zwar über Schulden, die sich in der Bundesbankbilanz anhäufen. Ein Argument, ein volkswirtschaftliches Argument, was Sie ins Feld führen. Frau Hohlmeier, nur ganz kurz, das Parlament, das beginnt ja jetzt gleich auch, wo wir uns auch anhören wollen, was dort debattiert wird. Ist das alles von der Hand zu weisen? Ja, der größte Teil ist insofern von der Hand zu weisen, als dass Target-2-Salden nicht gleich einfach nur mit x-beliebigen Schulden gleichgesetzt werden können. Das wissen Sie selbst auch, Herr Beck. Das ist viel zu einfach. Unbefristete Forderungen. Nein, Herr Beck, das macht so keinen Sinn. Als zweites, Deutschland ist das größte Land, wenn wir unser Bruttosozialprodukt verringern sollten, verringert sich auch die Zahlung in die EU. Das heißt, die Zahlungen in die EU hängen auch am Bruttosozialprodukt. An unserer Wirtschaftsleistung. An unserer Wirtschaftsleistung. Verringert sich die Wirtschaftsleistung, werden auch angedockt die Zahlungen weniger werden. Nur insgesamt in einem einzigen Punkt stimme ich Herrn Beck zu, das ist das Thema Innovation und Forschung. Wir als Parlament setzen uns seit vielen Jahren, übrigens haben Sie da teilweise sogar als AfD nicht dafür gestimmt, für eine Erhöhung im Innovations- und Forschungsbereich, weil das der Bereich ist, der uns weltweit wettbewerbsfähig macht. Da ist der Kampf des gesamten Parlaments und aller Fraktionen sehr intensiv. Zumindest eine Bereich. Einigkeit hier am Ende dieser Diskussion, einer interessanten und lebhaften Diskussion. Herzlichen Dank an Monika Hohlmeier. Danke Ihnen. Herzlichen Dank an Gunnar Beck für das Gespräch hier im Phoenix Europa Talk. Besten Dank fürs Zuschauen. Und an dieser Stelle machen wir jetzt einen fliegenden Wechsel. Und zwar werden wir jetzt direkt ins Parlament schauen. Dort hat die Debatte zum Haushalt der Europäischen Union und zu der Erhöhung der Aufstockung des mehrjährigen Finanzrahmens gerade soeben begonnen. Die werden wir Ihnen jetzt hier wie gewohnt bei Phoenix live und in voller Länge übertragen.